Guten Tag. Ah, ich habe noch eine halbe Minute. Gucken, wie ich das Mikro hier positioniere, dass ich den Chat lesen kann, der sehr wichtig ist. Sonst könnte ich natürlich auch alte Alina machen. Und der Tonqualität, die selbstverständlich sehr schlecht sein wird, sowie die Bildqualität dieser Webcam, weil ich sie ganz nah rangezoomt habe. Aber auch anhand der Art und Weise, wie ihr mich seht, erkennt ihr auch, dass Realität oft nur ein über die Zeit entstehendes Puzzle ist, welches sich nach und nach zusammensetzt und man ja eigentlich nie die Wahrheit sieht, sondern immer nur Teile des Momentes. Und mit dieser kurzen Geschichte gehen wir auf diesen Bildschirm. Bin hier unten in der Ecke. Hallo. Falls ihr nicht wisst, was ein Stream ist, so wie ich, dann ich habe jetzt gewechselt die Szene und jetzt bin ich woanders. Das ist moderne Technik, die sehr schwer zu verstehen ist. Es hat mit Nullen und Einsen zu tun, mit Strom an, Strom aus, mit verschiedenen Niveaus der elektrischen Spannung, die da milliardenfach ganz schnell und dann am Ende kauft ihr das Spiel. Und seid glücklich, das ist ja die Hauptsache. Das ist ja bei so Produkten, und da geht es ja auch darum, dass jemand Arbeit leistet, um damit andere Leute glücklich zu machen, um dann mit dem daraus entstandenen Glück, oft substituiert durch Geld, selbst auch glücklich zu werden. Das klappt aber nur, wenn Gurken nicht 1,50 kosten statt 79 Cent. Was soll denn das? Ich meine, dann wird ja Kinder glücklich, der eine Gurke isst. Dann kaufen nur noch die Leute Gurken, die damit bei OnlyFans Geld verdienen. So, mal so trinken hier. Eingießen. So. Ah. Oh, Rotmann-Typ. Das ist ein. Was war Rotmann-Typ? Es ist ein mir bekanntes Wort. Ist Rotmann. Alter, Scotcher, kannst du mir nochmal, also ist das etwas, was ich mal erfunden hatte oder ist das etwas, was jemand anderes mal erfunden hatte? Oder ist Rotmann-Typ eine Figur? Die ist ganz alte Figur aus einem meiner ersten Videos. Das ist eine ganz alte Pixelfigur. Stimmt, das war Rotmann-Typ, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ah. Also ernsthaft, Gurken sind immer mehr auch ein Symbol für Reichtum. Für Reichtum und für offene, aber auch Autosexualität. Und eher nicht so für was zu essen. Weil man muss ja mal zugeben, die Nährwerte einer Gurke sind doch eher diskutabel. Ah, so. Ah, so, falls ihr wissen wollt, wie es der Katze geht's gut. Er hat jetzt nochmal Spritze gekriegt. Die Blase wurde nochmal gespült und dann wurden Medikamente direkt in die Blase geleitet und dann nochmal schick gemacht. Jetzt hängt er aber wieder im Badezimmer rum und muss da jetzt sein Leben fristen. Und sieht aber aktuell wieder alles positiv aus. Am Mittwoch, das ist übermorgen, da kommt der Katheter raus. Und das ist für mich die spannendste Situation. Denn dann kommt nämlich drauf an: Schwillt die Harnröhre zu oder kann er vernünftig pinkeln? Entschuldigung. Also bis dahin, morgen ist noch normaler Tag. Morgen ist der erste Tag seit 3 Wochen oder 4 Wochen oder so, an dem ich theoretisch keine extra Dinge machen muss, glaube ich.
nur Spindelarbeit und abends so machen. Das wird total cool. Hoffe ich zumindest. Ja, ihr seht schon unten steht da, ne? Task ist erstmal ein Task finden. Also, wir gucken uns heute mal an, was ich so gemacht habe. Dann gucken wir mal, was ich mir für eine Aufgabe setze. Aber vielleicht eskaliert es hier auch alle zu einer Selbsthilfegruppe und ich quatsch die ganze Zeit nur mit euch. Ne? So. Ah. Falls du Zuschauer jetzt denkst, wo ist der Chat? Mach einfach den Chat auf nebenbei beim YouTube-Video. Der wird ja mitgespawnt. Den muss ich jetzt hier nicht im Bild haben. So. Ich mache erstmal hier das Spiel an. Ne? Ah, so. Das ist unser Hard Eater. So weit, so gut. Ich musste erstmal die Tastenbelegung, die ja bei mir völlig willkürlich ist, wieder herausfinden. Wir konnten gehen, das funktioniert doch alles. Wir haben einen Gegner, wenn man gegen ihn gegen geht, dann beginnt der Kampf und dann muss man gegen ihn gegen gehen und dann ist er irgendwann tot. So, okay. Ich weiß, ich kann mein Element ändern. Wenn ich grau bin, kann ich hier mit dem Schwert schlagen. Das ist eine fantastische Animation. Damit kann ich Büsche wegmachen. Ich habe auch Rot zur Verfügung, damit kann ich Feuer schießen. Das klappt auch gut. Oh, ich habe einen Schalter gefunden. Der Schalter ist connected mit der Tür. Das klappt auch sehr gut. Und wir haben hier, ich glaube, mit N mache ich die Dinger auf. Ja, genau. Verschiedene Upgrades. Ein Schwertteil. Wir sehen, wir haben auch eine Textbox. Ist die Frage, ob sie zu klein ist. Vielleicht mache ich sie noch größer. Ist ja, also es ist ja ein Visual Novel-artiges Spiel. Ich brauche Arbeit. Ja, ich auch mal. Ich habe nicht Informatik. Ja, darf ich mir. Ja, ihr könnt gerne nebenbei eure eigene Musik hören. Das ist hier ein ganz entspannter Stream, bei dem ich euch nicht dazu nötige, meine Musik zu hören, die ich mir aussuche und dann eventuell auf YouTube gesperrt werde, weil sie irgendwie eine GEMA-Lizenz hat. Deshalb macht eure Wohlfühlmusik nebenbei an und freut euch. Jetzt haben wir hier noch dieses Schlossknacken. Das ist richtig, das ist richtig. Oh, das ist falsch. Zack, zack, zack. Oh, zack, 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 zack. Nein, zack, 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 zack. Das ist was, das macht wahrscheinlich gar keinen Spaß. Ah, shit. Jawohl. So, dann haben wir das aufgekriegt. Sehr schön. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel. Oh, guck mal. Oh, geil. Ich hab drei Schwertteile gesammelt. Deine Kraft erhöht. Aber ich kann mich bewegen. Das sollte eigentlich nicht so sein, glaube ich. Aber ich lasse es erstmal. Ich. Dankeschön. Es gibt doch immer wieder die Diskussion, ob denn bei einem Pixelspiel Font und UI und oder auch pixelig sein sollten. Ich habe mich ja für eine pixelige UI auch entschieden, aber für eine nicht pixelige Font. Und ich finde, das passt aber ganz gut. Haltet auch noch auf. Zack. Zack. So, du möchtest für jemanden Musik machen. Wenn sich da einer meldet, gerne zu. Und dann haben wir noch ein, wie heißt das? Eine Mechanik. Kann ich hier rein? Ja. Ah, nee, die gibt es da hinten, ist die Mechanik. Oh, da müsste ich gerne mal rumrennen. Also die Ganggeschwindigkeit, die finde ich eigentlich ganz gut. Ob ich hier noch reinkomme. Genau. Ein Raum fehlt hier noch anscheinend. Den muss ich noch angehen. Hier haben wir NPCs. Die kann ich sogar anquatschen. Ich bin eine Biene. Kennt das noch irgendjemand? oh ja, da kannst du mich mal richtig schön blöd gucken. Ja, auf sie, dumme Görn rum. Was ist los mit ihm? Kannst du meine Fahnen in der Welt verteilen? Ja, jetzt haben wir hier Ditte. Ach, guck mal, wir haben Schalter. Die können wir auch schon benutzen. Zack. Genau. Das klappt ganz gut. Falls sich jemand fragt, mein Ziel war es vorerst, die Tutorial-Höhle von Lufia 1 nachzubauen. Zack, jetzt sind wir hier. Wir haben auch diese Pfeile. Da kann man runterspringen. So. Das ist alles so richtiges 90er-Jahre-Gedöns. Und das funktioniert schon. Und das ist ganz cool. Als nächstes wäre jetzt dran, und zwar dieser Raum. Da müsste ich eigentlich Lufia jetzt öffnen und gucken, wie der war. Ist aber nicht so schlimm, weil in dem Raum musste man auf jeden Fall zwei Dinge machen. Erstens einen Topf hochheben. Zweitens
Habe ich zweimal zweitens gesagt? Na egal. Zweitens, sich auf der Stelle umdrehen können. Das geht auch noch nicht, glaube ich. Und zweitens, muss ich dann, wenn man den Schalter auf den Topf auf den Schalter packt, muss sich das Tileset verändern. Und zweitens kann man dann da durchgehen. Das ist so das, was gemacht werden sollte. Da muss ich mal gucken. Also bei uns ist ja, und das muss man immer wieder sagen, Lufia ist bei uns der erste Teil, der eigentlich der zweite ist. Wobei der zweite vor dem ersten spielt. Mehr Verwirrung geht gar nicht. Und ich habe auch mal recherchiert, und da wollte ich eigentlich ein Video drüber machen, wer Lufia produziert hat und was diese Leute jetzt machen. Weil seit Lufia 2 gab es gefühlt kein Spiel mehr, was das einfach so gut umgesetzt hat. Das heißt, Rollenspiel, klassisches JRPG, aber mit fantastischem Rätseldesign. Es gab seitdem meiner Meinung nach so nicht wieder. Auch spätere Lufia-Teile haben das nicht wieder hinbekommen. Und da ja Lufia 2 einer meiner ersten JRPGs sind, müssen sich alle folgenden JRPGs mit diesem Spiel messen und alle versagen im Bereich Dungeon Building und Rätseldesign. Ganz kurios, dass das einfach nicht mehr passiert. Und der Producer, das kann ich mal vorwegnehmen, der hat die ganzen Rune Factory-Teile gemacht. Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch für den fünften verantwortlich war, aber das fand ich sehr interessant. Obwohl bei Rune Factory, glaube ich, es auch nicht so Rätsel gibt, aber der Rätseldesigner, der macht gar nichts mehr. Der hat nur ein einziges Spiel gemacht, soweit ich das richtig recherchieren konnte. Ah, ich zweitens vergessen, das tut mir leid. So. Ach ja. Pixel-Edit. So. Muss ich erstmal gucken, dass ich jetzt alle hier mal so schön reinkriege ins Bild. Mit meiner unfassbar guten Streaming-Professionalität. Ich hätte auch total gern die Funktionalität, dass ich irgendwelche anderen Leute, so wie so ein Telefonanruf, der dann so aufploppt oben, so reinblenden kann. So von Leuten, die ich freigebe oder die irgendwie auf einer Liste stehen, dass die einfach random reinkommen könnten. Das würde das Ganze auf ein ganz neues Level heben. Aber na gut. So. Jetzt muss ich hier mal hin. Oder war eine Höhle, die im Spielberater nicht erklärt wurde? Möglicherweise die mit den Pflanzen? Also der Berg, wo man die Rose sammelt? Oder dann geht's hier mal. Das war ich nicht. Gut. Doch. Was happened? Warum ist denn der so? Ach so, nee. So. Irgendwas hat sich hier gerade verschoben und ich bin irritiert. Weil dumm. Dumm sein kann ich gut. Gibt gar keinen Sinn. Doch, jetzt ist wieder gut. Jetzt ist das wieder weg. Ich suche doch jetzt nur einen Dingsbums hier. Also es gab halt auf jeden Fall in diesem Berg dieses eine Pflanzenrätsel, wo Pflanzen immer nachgewachsen sind. Und man musste die aber immer alle zerschießen oder zerhacken, bevor sie blühen. Und es war super anstrengend. Das war so ein richtiges, was wollt ihr von mir Rätsel? Und daraufhin kam noch ein Rätsel mit einer Wand, wo man eine Combo-Bombe setzen musste. Fantastisch, damit die Wand immer mehr aufgesprengt wird, sonst fällt sie wieder ganz zu. Da musste man auch ewig viele Combos machen, bis das drüber. Und dann kam so ein Oldschool-Schieberätsel, was unfassbar lange gedauert hat. Und dann hat man so 4 oder 8 Truhen gekriegt mit ganz besonderen Dingern. Ich glaube, ein Drachenei war auch drin. Die brauchte man ja. Und das fand ich super geil. Es war einfach, waren super schwere Rätsel und super schwere Rätsel immer als Sidequests. Nicht so sehr als Mainquests. Da gab es auch einige schwere Rätsel als Mainquests, aber war alles immer irgendwie machbar. So, jetzt muss ich immer langsam die Dings gucken. Das heißt ja bei ihm auch alles immer irgendwo anders.
Heißt das hier so? Ja, das Spiel heißt nämlich auf meiner Festplatte Trichrome. Ne, also Dreifarbigkeit so in dem Sinne. Ob die Rätsel in Zelda oder in Lufia besser sind, das kann ich so nicht sagen. Die sind halt. Bei Zelda sind sie schöner. Weil sie irgendwie also schöner verzahnter sind und da der Dungeon als Komplex besser funktioniert. Aber bei Lufia waren die Rätsel einfach so knobliger, kann man schon fast sagen. Ja, das könnte man so sagen. Okay. Wo ist mein Charakter? Den suche ich jetzt. Gucken, was ist das hier? Das ist was ganz anderes. Ah, nee, das ist ein Dingsbums. Das brauche ich aber nicht. Das ist was anderes. Mini-Animation. Ja, das ist ein anderes Teilset. Das brauche ich jetzt nicht. Untitled 1. Ah, Lufia. Irgendwann hat Lufia rausgeholt. Wahrscheinlich, weil ich den Busch nachgebastelt habe. Top UI Tileset Player könnte das sein. Player klingt gut. Da ist er. Der Player. Okay. Anja. Okay, was können wir bisher? Wir können links gehen, unten gehen, oben gehen, rechts gehen, schießen in alle Richtungen. Oder so. Was ist denn das alles? Walk up, walk down. Animation 4. Dankeschön für Animation 4. Das ist einfach nur Wirrwarr. Okay. Slash down, up, left, right. Und das war's. Und die Slash sind hier. Das sind die Slashes. Das heißt, wir benötigen auf jeden Fall die vier Laufanimationen. Haben wir dafür genügend Platz? Ja, da haben wir genügend Platz. Das heißt, ich hole mir die mal. Das ist jetzt super ineffizient, ist mir aber wurscht. Okay, jetzt habe ich den falschen. Oh nee. Oh nein, ich habe das ja alles in Layer unterteilt. Was schlau ist, aber total viel Arbeit macht. Das ist Pixel-Edit, ja. Ja, stimmt, bei mir heißt alles untitled. Ich habe auch Angst, darauf zu klicken, falls ihr denn geile Sachen seht. Ich kann ja mal kurz so machen. Einmal durchgehen, ob ich euch die Sachen zeigen kann. Ich zeige ja gern Sachen. Ja, nicht alles, ist alles in Ordnung. Kann ich euch zeigen. Es ist eine. Ein Dingsbums. Ein weiteres Dingsbums. Vier Dingsbumse. Noch mehr Dingsbums. Aber irgendwie hängt das alles zusammen. Das ist der Pilz. Den habt ihr heute im Kaffee gesehen. Wobei die letzten beiden Dinge gar nicht benutzt werden. Das ist eine Kette. Da habe ich all mein Können hineingelegt in diese Grafik. Das ist ein Schacht. So. Das ist Quatsch mit Soße. Und das ist das, was ich haben will. Gut, jetzt brauche ich nochmal. Das ist ja jetzt hier eine Stiefel, Sword, Kopf. Also Body brauche ich wahrscheinlich auf jeden Fall. Oh, krass, da ist einmal der Body mit reingemacht. Oh, ist das. Warum bin ich so schlecht? Warum bin ich so schlecht? Hier sind die Köpfe mit drin. Okay. Womit fange ich an? Ich fange einfach mal mit etwas an, wovon ich denke, dass es funktioniert. Wenn ich jetzt fragt, Tom, was machst du da? Und den Kopf nehme ich mir auch noch. So, was das jetzt nämlich wird, ist, wie es aussehen würde, hätte man was oben auf dem Kopf drauf, ne? Nein, das ist nicht Spindel. So, okay. Wie funktioniert dieses Programm? Rechtsklick ist, ja gut, Dankeschön. Dann wollen wir mal. Ich glaube, dass ich erstmal in den Body gehe.
dass ich dann hier die Hände habe. Das ist immer so. Die Arme sind zu kurz, als über den Kopf zu gehen, weil der Kopf so groß ist. Das heißt, die Arme müssten jetzt unnatürlich lang sein, was natürlich gar keinen Sinn ergibt. Aber was willst du machen, ne? Wieso geht denn hier? Ach, der Eraser heißt das ja. Okay. Ja, jetzt muss der Kopf mal ein bisschen weg. Ja, da tut ja weh beim Zukicken. Ist der überhaupt nicht richtig, oder? Der geht einen weiter. Das ist der Rechtsklick manchmal nicht funktioniert, wird wahnsinnig. Der geht dagegen, danke. Der geht dann da, dann so und dann freuen wir uns. Mein Kopf wieder an hier. So, okay. Mach mal den Kopf ein bisschen durchsichtiger. Das ist nicht der Kopf. Ja. Oh. Das ist der Kopf. So, haben wir noch einen schwarzen Hintergrund? Das wäre natürlich total praktisch. Nee, weil ich dumm bin. Okay. Dann bitte den Kopf einmal hier in schwarz machen. Das ist nämlich wichtig. Damit wir hier bald sehen. Weil es stört ja keinen, wenn er so aussieht, oder? Man könnte es sogar noch ein bisschen tiefer machen. So, könnte man machen. Würde sich, glaube ich, keiner drüber aufregen. Müssen wir den Kopf hier wegradieren. Das kriegen wir auch hin. Wir sind ja erwachsen. So. Jetzt ist keine Hand, oder? Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich eine Hand schöner darstelle. Vielleicht, doch, warte mal, vielleicht reicht schon, wenn ich sage, ich mache das hier weg. Und schon ist irgendwie hübsch, oder? Nicht ganz so hübsch wie ich, aber schon recht hübsch. Jetzt machen wir den Kopf mal wieder an. Wie wir sehen, sieht es nicht so geil aus. Bin auch noch nicht fertig. So, okay. So, einmal den ausmachen. Gut. Das hat alles Sinn. Keine Sorge. Seht ihr, was daran nicht so geil ist? Dass ich jetzt das Auge berührt habe mit dem anderen Strich und dadurch sieht es aus, als hätte er eine Piratenklappe auf oder so. Aber hätte echt schlimmer sein können. So. Da, das muss noch gemacht werden. Da, zack. Hier oben ist wieder scheiße. Ne? Hier haben wir wieder so einen Blob, der nicht so geil ist. Und hier kommt der nächste Blob, der auch nicht geil ist. Ah. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Haben wir hier noch mehr. Noch sieht ein bisschen monkeyartiger aus, oder? Aber ist jetzt auch nicht so verkehrt. So. Der muss auch. Lowly Star. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich Kunst studiert. Das gebe ich jetzt zu. Aber wenn ich mal weiter weggehe, ich glaube,
Ich glaube, es reicht, oder? Ich nehme jetzt von euch auch gerne lobende oder kritische Worte entgegen, ob das okay ist, wenn man sich da jetzt noch eine Vase auf den Kopf vorstellt. Hier kann man schnell eine Vase zeichnen. So. Hier, wenn ich jetzt sagen, so, mach ich noch kurz eine Vase. Ganz so schlimm muss nicht sein. Einzelpixel, immer schwierig. Sollte man immer möglichst mal hin. Ja. Jetzt fülle ich das noch mit Weiß. Das schick ist. Ist schon groß geworden, die Vase. Aber dann sieht das halt so aus. Ist okay. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gut genug ist das neue bestens. Sehr gut. So. Und jetzt muss der Typ hier halt noch laufen. Man muss ja nicht nur, ne? Man muss ja auch. Kennt ihr noch Piet Klocke? Den habe ich neulich wieder im Fernsehen gesehen. Der lebt noch. Der sah in den 90ern schon aus wie 100. Großartiger Typ. Glaube ich. Außer er hat irgendwas Nazimäßiges gesagt. Das weiß man heutzutage nicht. Man ist ja schneller gecancelt als ein Pop-up, was sich gerade öffnet und aber schon einen X-Button präsentiert. So, jetzt haben wir hier eine. Ja. Kann ich das. Nochmal kicken. Erstmal neue Animation anlegen, ne? Animation 9. Oh, wie nennen wir denn? Carry heißt das, ne? Oh, wie schreibt man Carry? Schreibt man so Carry? Carry. Carry down. Klick, klick, klack. Klick, klack. Sehr schön. Length 4 ist auch korrekt. Okay. Als Animation reicht das doch schon aus, oder? Kann sein, dass ich jetzt 2 Stunden Pixel. Also da müsst ihr rechnen. That's something, was can happen hier? So, jetzt ist der Kack hier wieder. Was ist denn das hier? Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Kuckuck. Bitte, bitte. Gut. Ich habe gerade. Da mache ich aber auch noch irgendwann einen Kaffee zu. Das ist ja fast schon so eine Art Kaffeeersatz hier. Die Biografie von Mike Krüger gelesen. Wenn man so meine Generation ist, vielleicht, weiß ich nicht. Hat sich sehr gelohnt. Also für mich hat sich das sehr gelohnt, weil Mike Krüger ist ja einer meiner Helden der Kindheit gewesen, zusammen mit Jürgen von der Lippe und Otto. Und das war schon, währenddessen hier die Katze am Kranksein war, war ich immer richtig froh, wenn ich abends im Bett lag und noch 10 Seiten Mike Krüger lesen konnte und diese heile Show, in diese tatsächlich einigermaßen heile Showbiz-Welt tauchen konnte. Das war sehr schön. Und der hat auch so ein paar Sachen gesagt, die ich selbst auch schon von mir gegeben habe, bezüglich wie Comedy heute ist und wie er das nicht mehr so geil findet. Und dann so, ja Mann, genau so sehe ich das auch. Das fand ich sehr erquickend, fast schon erquickbornd. Das ist wirklich super, Carrie. Ah, mit Doppel-R. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. So. Okay, jetzt möchte ich mir mal die Walk-Down-Animation angucken. Wir sehen, der Kopf wackelt und die Beine tippelitappen. Kann ja nicht so schwer sein. Gut. Das heißt, Teil 1, der Kopf wackelt. Keine Sorge, wird gleich noch alles repariert. Also, ich finde, das sieht aus, als ob er jetzt spricht. Ne, weil sein Umhang halt jetzt aussieht wie ein Mund. Und gleichzeitig
Stößt der Schweiß aus den Achseln. Dankeschön. Okay. Was muss ich denn hier machen? Okay, da muss ich hin. Zack. Nochmal. Der Schweiß muss weg. Das muss auch weg. Ist das jetzt doppelt gemoppelte Zeug da? Oder warum? Ah, ne, das ist der Umhang, der ist einfach schwarz da hinten. Okay. Kopf mal, hab's jetzt. Willst du, so. Okay. Den mal anmachen? Ne, den mach ich lieber nicht. Zack, zack. Zack. Ja, ich glaube, das ist okay. Jetzt muss ich aber auch wieder die richtigen Dinge ins Kirchen setzen hier. Zack, 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 zack. Nein, du nicht. Du nicht, hätte gesagt. Und da. Ja. Okay. Jetzt nehme ich mit denen hier mal. Lösche ihn raus. Hier mit denen. Was ist denn da passiert? Achso, das ist diese. Ah, jetzt sägt die Arme erst, was an denen noch falsch ist. Da fehlt ja noch die affenartige Erweiterung. Das ist ein Tohuwabohu hier. Sagt man das halt mal so? So, so, so. Ist das richtig? Ja. So, so. Und dann so. Da ist irgendwas hier noch nicht richtig, aber den können wir verrödeln, das ist ja schön. Okay. Sehr schön. Und der Body kommt auch mit. Jo, jetzt heißt es. Beinchen hoch. Zuerst das rechte Bein, dann das linke Bein. Das ist super easy. Behaupte ich, und da geht alles schief. Bei Body machen wir das genau. Zip. Zip. So. Sieht schon nach was aus, aber noch nicht nach viel. Denn wenn wir jetzt uns hier die Walkdown-Animation angucken, ist ein Ticken. Ein Ticken dynamischer, weil sich da der Umhang ja auch noch bewegt. Und das müssten wir auch ein bisschen machen. Wenn ich es richtig nochmal sehe. Genau, da wo das Bein hochgeht, da geht der Umhang so ein bisschen nach hinten. Tägliches Kolophonieren ist ganz wichtig. Ich habe mir, bin ja Programmierer, ein Tool gebastelt, ein Command-Line-Tool, mit dem ich YouTube-Snippets mir rausfischen kann. Es gibt ja dieses YouTube-DL oder YouTube-Download, die Library, und die lädt YouTube-Videos runter. Und bitte mit FFmpeg zusammen, dann kannst du ja richtig, also vernünftig, und dann kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt nur ab da und dann wie viele Sekunden, dann kann ich mir so geile Snippets runterladen, die ich dann in die Videos reinhaue. Mehr. Denn wenn ich Snippets habe, die sonst keiner hat, dann ist das ja was ganz Besonderes und ich krieg 100 Zuschauer mehr. Oh Gott, machen wir jetzt echt die Kiste des API-Designs auf? Oder wie der Deutsche sagt, API? Ich habe mal API, ich habe mir mit einem Amerikaner unterhalten, ich habe immer API gesagt und er wusste nicht, was ich meine, bis er irgendwann dahinter kam, API. Weil im Studium haben auch alle nur API gesagt. Ja, also meine Grundphilosophie ist immer so, schreib eine API so, wie du sie verwenden wollen würdest.
Nicht, wie es für dich am angenehmsten ist, sie zu schreiben. Ne? Ist immer ein Unterschied. Meistens ist so, du gibst irgendjemanden, du sagst, hey, das ist eine API für Video runterladen. Und dann sagt er, okay, ich stelle mir das so vor, dass ich dir zu eingebe, Video runterladen und dann gebe ich das Argument, das Video an. Und dann musst du sagen, ach, so willst du das machen. Und dann dementsprechend versuchen, das umzubauen. Er klappt nicht immer, wird immer irgendwie schief gehen und irgendwie nicht intuitiv sein. Aber so finde ich, ist es ein guter, grundlegender Ansatz, wie man das machen kann. Ich habe die Idee. Ne, wir machen erstmal den. Warte ich auch so? Bin ich blöd? Bin ich blöd sein? Ah, wusste ich doch. Ich wusste ich doch, bin blöd. Fragt euch, wie blöd war er denn? Sehr blöd. Die falschen Beine weggemacht. Ich vergesse auch immer alles. Ich bin so ein TikTok-Girl. Also ich gucke ja nicht mal TikTok, nicht mehr, aber ich vergesse immer alles sofort wieder. Es ist schrecklich. So ist richtig. Na, sieht gleich viel besser aus. So, okay. Das geht hier weg, dann mache ich hier mal so. Mache ich mal den, 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 mein, ein Rechtsklick, mein Gott. Also kann ich auch damit machen, aber kann ich mir einen Rechtsklick sparen. Nee, das geht so nicht, das ist richtig, alles gut mitgedacht. Gut mitgedacht. Ja, also jetzt kein, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht super wunderschön. Man muss ja auch nicht immer super wunderschön sein. Überhaupt nichts geändert gerade. Das wollte ich da machen. Ist das überhaupt? Ist das überhaupt legal? Ja, passt schon. So. Guck mal, es wackelt da so ein bisschen beim Arsch. Ich denke, es ist okay. Das kann man so machen. Gut. Jetzt machen wir was Ähnliches hier. Das heißt, wir löschen hier zwei. Oh, guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Das sieht jetzt schon gut aus. Das ist wieder Kacke, weil ich hier gleich so ein Double Tap habe. Hier so ein Klumpen. Ist es nicht so gut. Den bisschen erhöhe noch, wird es nur schlechter. Und da man das ja im Hintergrund gar nicht sieht, naja, aber sieht jetzt nicht super ultra kacke aus. Es sieht schon kacke aus. Aber sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Aber ich hatte noch eine andere Idee, bei der ich dachte, oh, das ist aber lustig. Ich muss nur gucken, wie rum ich das mache, weil ich hab keine Lust, das zweimal zu machen. Bin ich irgendwie zu weit vom Mikro weg? Weiß ich nicht. Ich kann mich auch hier so hinmachen, dann bin ich ganz nah am Mikro dran. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Aber weil ich ja zum Schreien neige und zu explosionsartigen Geräuschen, ist es vielleicht nicht so gut. Und ihr kennt ja inzwischen, dass ich mit Sound überhaupt nicht am Hut habe. Also ich bin 30 Zentimeter vom Mikrofon entfernt, ungefähr. Also bin ich zu leise, dann kann ich es lauter machen. Ich mache jetzt mal lauter. Ich bin jetzt lauter. Ich bin jetzt so volle Kanone laut. Ob das was bringt, was weiß ich. So. Gut, ich versuche es mal irgendwie hinzukriegen, wenn ich sage, ich mache das so. Bop, 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 bop. Ist das richtig? Ich meine, ihr erkennt das wahrscheinlich gar nicht, weil ich hier vorhabe, oder? Ah, nee, Quatsch, das war Quatsch. Zack und zack. Ich will, dass er noch mit dem Arm so ein bisschen wackelt. Es ist immer die Frage, wenn ich das linke Bein nach vorne mache, das rechte nach hinten, geht dann auch der, also andersrum, geht dann auch also das Bein, das hinten ist, geht dann auch da der Arm runter oder andersrum. Ist eigentlich wurscht, ne? Ist ja die Frage, ob jetzt Paarhufer oder Kreuzgang. Na, guck mal, da kommt sogar der Vorschlag. Ja, genau. Ich versuche es halt gerade so hinzukriegen, dass ich sage, oh, das ist aber schön.
Immer die Frage, wie sehr macht man das? Zack, zack. Ist jetzt so ein bisschen halt, ne? Jetzt noch sage ich, mache es so und so und so. Ne, jetzt sieht scheiße aus. Okay. Ja, das ist natürlich super. Kannst du den einen Pixel nicht einfach rot machen? Das ist natürlich, wäre geil, wenn ich wüsste, was du meinst, aber kann ich so jetzt nicht sagen. Kannst du wahrscheinlich auch schlecht beschreiben, was du meinst. So, jetzt mache ich gerade das Bein, das vorne ist, der Arm geht nach unten. Das ist das, was ich gerade habe. Ist äußerst subtil, aber ich glaube, es funktioniert so schon. Ist ganz in Ordnung. Gut, und das nehme ich jetzt als Basis für nach oben gehen. Du erkennst nicht mal, was die Animation darstellen soll. Kann ich mir gut vorstellen. Das soll ein Arme nach oben heben sein, etwas auf den Kopf tragen sozusagen, so wie die Rüben bei Harvest Moon. Und dabei aber gehen. Ich bin damit zufrieden, ne? Also mir reicht, das reicht mir erstmal aus. Jetzt muss ich gucken, direkt darunter geht es die nach oben G-Animation. Wenn ich jetzt richtig. Das, okay, ist ja zwar wurscht, aber ist ja egal. Direkt darunter kommt es dann. Und da brauchen wir de facto, weil es von hinten alle gleich aussieht, Waren. Ich bin dumm. Doch das macht nichts. So, okay. Jetzt muss ich das von hinten irgendwie cool aussehen lassen. Also, wir haben ja einen Kopf von hinten. Der ist halt doch. Boah, Mann, wie viel Liebe ich da reingestellt habe. Sogar gespiegelt die Frisur bei von hinten. Ist ja fantastisch. Ja. Na, kick dir das an. Okay, einmal weg mal. Ah, nee, das muss ich, oh, das muss ich speichern, weil manchmal. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, natürlich. Das ist ja nur. Ja, Replace. Ist bescheuert. Okay. Manchmal passiert es nämlich bei Pixel-Edit, wenn man flippen will, dass es einfach abstürzt. Ja, der hat ja immer die Augen groß, verschieden groß. Einfach, weil ich das lustig fand. Daran gewöhnt man sich dann hoffentlich. Gut, jetzt versuche ich es mal hier. Zack. Okay, hat geklappt. Manchmal fühle ich mich auch wie der Hipster des Programmierens. So. Ich benutze ja weder Unity noch A-Sprite. Sondern immer die Nischige. So, okay, jetzt ist viel rot. Einfach viel rot. Muss ja auch. Ist ja nicht nur viel rot, das ist ja jetzt auch. Muss ich mal kicken. Kopf. Habe ich jetzt kaputt gemacht, Sachen? Ja, okay. Ist ja echt auch. So. Sieht erstmal scheiße aus, der Grace. Da. Hier nochmal kicken. Okay. Ist ja eher so. Die Frage, sollte man von hinten die Hände
auch sehen. Ergibt natürlich physikalisch, also weil man ja die von vorne sieht, da die Frisur im Weg ist, aber eigentlich ist es ja wichtig, dass, aber ist eigentlich scheißegal. Blöde ist, dass die Plus-Taste nicht nur zoomen ist, sondern auch den Pinsel zu vergrößern. Ein bisschen, liegt aber an der deutschen Tastatur tatsächlich. Wenn mich meine alten Recherchen jetzt nicht im Stich lassen, was sie gerne tun. Ach so, ich muss ja nochmal eine neue Carry-Up machen. Oh, es hat nicht so geht, ey. Ja, oh yeah, wieder tausendmal klicken, wieder tausendmal klicken, wieder tausendmal klicken. Gleich sind wir da. Zack, zack, zack. Dankeschön. So. Ich mach's jetzt einfach so. So. Da gibt's irgendwas, was scheiße aussieht. Ja, das sieht scheiße aus. Okay, das ist der Body. Und da gibt es noch ein Rot, das scheiße aussieht. Der Mantel keine Falten, die er wirft dabei? Nö. Hab anscheinend gar nicht eingesehen. Na gut. So, das heißt, ich nehme jetzt wieder das und das. Doppelt das. Das und das. Jetzt muss ich aber noch den Umhang flippidiflappen, damit das aussieht. Das war scheiße. Ich den Kopf geflippt hat. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Diese Size-Scheiße immer. Soll Hard-Eater eigentlich noch so werden wie in deinen Videos damals beschrieben oder ist es nur was Neues mit dem Projektnamen, den alle kennen? Ja, beides. Ich würde sagen, beides. Es geht immer noch darum, Herzen zu essen, aber ich habe alles sehr, sehr stark reduziert. Aber es ist zu 90% habe ich einfach nur den Namen übernommen. So, ich mag die Animation eigentlich ganz gerne. Auch wie der Umhang wackelt. Ist erstaunlich nett geworden. Okay. Ne, aber ist ja, glaube ich, auch nicht verwerflich, dass man sagt, nach irgendwie 10 Jahren, dass man dann andere Ansprüche, andere Ideen hat an Spiel. Jetzt auch anders. Wie gesagt, das hieß ja eigentlich mal Trichrome, weil aber ein scheiß Name ist. Und da habe ich mir so, ja, da passen andere Sachen besser. So, jetzt kommt das von der Seite. Und eine neue Animation. Die Animation, die ich hier definiere, ist ja für Godot total egal. Die ist nur für mich zum Angucken da. Left. Dankeschön. Nee. Oh, scheiße, ich habe die Length verändert. Irgendwas mit 30 und danach aufwärts. Sehr gut. Ich muss zugeben, ein Held ohne Arme ist auch lustig.
Ja, kannst du schon in ein Auto einsteigen und losfahren? Das ist ganz wichtig, wenn man GTA 6 macht. Ich hoffe, GTA 6 hat dieses Feature. So, jetzt müssen wir hier Arme dran kleben. Mark auf den Kopf. Das ist gar keinen Sinn. Könnte ich auch bei Misk reinbauen, aber egal, ich mache es bei Kopf rein. Aber es ist eigentlich schlauer, das bei Misk reinzumachen, ne? Oder bei Sword. Entschuldigung. Ich glaube, Arm dran ist besser als Arm ab. Ich habe eine Nachricht gekriegt hier. Aber extra diesen Stream einen zweiten Monitor hier angekettet. Das war eine gute Idee. So, okay. Dann mache ich jetzt mal hier Arme. Ich glaube, ich mache, weil ich das besser finde. Jetzt muss ich gucken. In eine Hilfslinie rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bis dahin müssen die Arme gehen, anscheinend. Wenn ich nicht mich verzählt habe, die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr gut. Ja, ab dem in ein Auto einsteigen und losfahren, war die Serie auch gelockert. Das heißt, sie habe ich alle Grundlagen, die wichtig waren fürs Godot-Programmieren, eigentlich gegeben. Und das soll dann der Punkt sein, an dem ihr euren Scheiß selbst gebacken kriegt. So, okay. Wo kommen die Arme raus? Da kommen Arme. Fantastisch. Ich denke, ich werde Folgendes tun. Danke. Sinniger. Versteht er? Weil dann sehe ich, weil ich tue. Das kann man überlegen, ob man nicht sogar sagt, man macht es so. Es ist zu dünn, ne? Sieht irgendwie nicht ganz aus. Vielleicht so. So könnte man sagen, ist mit Daumen sieht scheiße aus. So ist ein bisschen dicker, ist vielleicht nicht verkehrt. Hier noch ein bisschen Trizeps ranmachen. Sieht aber auch scheiße aus, glaube ich. Oder? Na, der Arm ist ja von der Seite dicker als von vorne. Das ist ja Anatomie. Aber ein Pixel ist gleich immer ein richtig heftiger Umschwung. Dann müsste man das wahrscheinlich so machen. So sieht richtig scheiße aus. Okay. So ist perfekt. Ist noch die Möglichkeit. Weiter nach vorne ziehen ist auch scheiße. Nach oben? Oh, guck mal. Darf ich ja gar nicht. Pixel-Edit ist es mit Y. Zum Chatten muss ich mich anmelden. So ein Scheiß. Ich bin der Besitzer dieses Kanals. Sie muss mich ja zum Chatten anmelden. Ah, gut. Dann schreibt irgendjemand den rein, wie es richtig heißt. Pixel-Edit. Ich nehme so. Ich will nicht so nehmen. Es erfreut mich nicht. Es erfreut mich nicht! Das erfreut mich aber auch nicht. Sieht scheiße aus.
Wenn nicht das scheiße aussieht. So. So. Also der Arm aus Holz. So. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht komme ich der Sache jetzt schon näher. Aha. Aha. Irgendwie gefällt mir das? Baby, sag mal, gefällt mir das? Nee. Ja, aber so ein bisschen hat es was. Hat jetzt schon eher was von so. Nochmal zurück. So. Und so. So. Nee. Ich lasse es jetzt exakt so. Ich bin mir 100% sicher, dass das fantastisch aussieht. Denn wir wollen ja auch vorwärts kommen. Und schon sieht's aus wie ein dicker Schwanz. Die Donations werden hier über, wie heißt der Scheiß? Bei YouTube irgendwie gemacht. Ich kenne mich in dem ganzen Kack aber auch nicht aus. Muss ich mich erst reinfuchsen. Also wenn ihr da Ideen habt. Ja, PayPal gibt es auch. Ist, oh, weiß ich gar nicht, ob das in jedem Video drunter steht. Wahrscheinlich nicht, weil ich dumm bin. Die beste Free Alternative zu Pixel Edit ist Aceprite. Aceprite ist nämlich ein Programm, was etwas kostet, aber gleichzeitig auch kostenlos ist. Weil der Source Code von Aceprite komplett offen ist. Das heißt, du kannst dir bei GitHub, glaube ich, die Version runterladen oder irgendwo einfach eine durchkompilierte runterladen. Man muss nur ein bisschen suchen, aber man findet Aceprite kostenlos. Aber was ist denn Stream Elements überhaupt? I don't know. I don't care about my hair. Ich nicht wissen. Ja, genau. Also wahrscheinlich kann man bei YouTube denn auch, ich weiß ja gar nicht, ich habe noch nie bei YouTube bei einem Streamer Geld dagelassen. Geht das per PayPal oder braucht man da nicht eine Kreditkarte? Ich glaube, Pixel Edit kostet, glaube ich, nur 9 Euro oder 15 oder Dollar, also irgendwie sowas. Ist es auf jeden Fall wert. Ja, aber man muss halt dann gewillt sein, so viel Geld auszugeben. Es ist ja nicht wirklich viel Geld, außer du bist 15 und hast nur 5 Euro Taschengeld im Monat. Dann ist es natürlich viel. Und ich glaube, irgendwie geschätzte 50% oder mehr benutzen auch eher Aceprite und irgendwie ganz wenige Leute nur Pixel Edit und der Rest ist Photoshop tatsächlich. Pixelorama kenne ich gar nicht. Visa, ja, okay, ist natürlich doof, ne? Warum man nicht überall PayPal ranknappen kann. Na gut. Ja, aber die Donation-Sachen angeht, müsste ich mich mal ein bisschen informieren. Okay, jetzt kümmern wir uns erstmal diesen dicken Schwanz, der da auf einmal in diesem Bild steht, okay? Das hat nämlich nicht geklappt. Ich glaube, ich muss jetzt hier ein bisschen entdickifizieren. Nein, nicht S. Oh, was ist S denn? Ach so, Selection. Nee, X soll ich drücken. X und bitte und X. So, Dankeschön. So. Alter, sieht scheiße aus. So. Bitte mit der anderen Farbe, weil voll der Reinfall. Das sieht auch scheiße aus, weil das Auge jetzt so nachguckt. Gibt's doch nicht.
Ach komm, wir lassen's so. Was soll schon schief gehen? Ende suche ich mir irgendwen, der pixeln kann. Und der muss meinen Scheiß reparieren. Mach den unteren rechten Pixel vom Auge weg. Ja, aber dann wehrt ihr nicht mehr das Auge. Ja, wenn ich jetzt sage, oh, machen wir hier. Lass mich verarschen. So. Dann freut er sich ja. Der soll sich nicht freuen. Der soll mit Leid durch die Welt gehen. Also, du meinst nicht das. Aber jetzt bin ich mal hier. Jetzt mal. Hier geht runter, der andere geht runter. Das heißt, hier geht der runter. Ist es korrekt? Das ist korrekt. Also so wäre es. Ja, naja, also ich fand, dass du als mit dem Schwert rumrennen sieht halt irgendwie cool aus. Ne? Maxim hatte ein Schwert, das Schwert von Maxim. Bei Lufia ist lediglich ein Schweif. Das ist total faszinierend. Der hat nicht mal eine eigene Animation dafür. Der steht stramm gerade da und dann vor ihm kommt so ein Schweif. Es war uns egal. Freue mich immer über Leute, die Godot-Tutorial-Serie gut finden. Die schon so alt ist, ne? Aber noch einigermaßen hält. Er soll ja nicht böse gucken. So, aber ich denke, das reicht als Dingenskirchen aus. Die auf der anderen Seite, die ist, glaube ich, nur gespiegelt, bis auf dass da dann das Auge kleiner ist, oder? Und das Schwert weg wäre. Aber da er ja kein Schwert hat in der Animation, kann man das so machen. Jetzt habe ich das einfach im Kopf im Sword gepixelt. Okay, das ist gut. Gut, da einmal kurz speichern. Und dann. Hau ich das jetzt da runter? Nee, das nicht. Bitte. Und jetzt alles einzeln swappen. Body, Body, Body. Einer meiner Lieblingsmomente auf der Gamescom war, es gab ja das Gerücht, was ja kein Gerücht ist, sondern passiert ist, dass Montana Black auch da war. So. Und immer wenn ich mit völlig fremden Leuten, oder die ich gerade erst kennengelernt habe, mich dass dieses Thema aufkam, wie Montana Black ist irgendwo, hat der Gegenüber immer gesagt, ja, den hau ich auf die Fresse. Das ist sehr sympathisch, fand ich sehr, sehr lustig. Wie man doch sich relativ kollegial gegen diesen Menschen stellt. Das fand ich sehr gut. Sehr gelacht. Miske war falsch. So, 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 so. Jetzt mache ich aber noch hier einen Carry Right. Oh Gott, irgendwann mit 50 wahrscheinlich. Oh, gar nicht schlecht. Okay. Na komm. Irgendwas stimmt nicht. Oder? Oder doch? Ah, passt schon. Ich habe tatsächlich kein Corona bekommen.
Das ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Ich bin selbst gerade nicht sicher, ob ich überhaupt auf der Gamescom war. Ich bereite aber, wie gesagt, diese Woche den großen Gamescom-Rückblick vor, doch, ja, vor, weil man muss ja immer mit der Zeit gehen und tagesaktuelle News haben. Also dachte ich mir, Gamescom kann man ja mal 3 Wochen verzögert machen. Ich habe tatsächlich diese ganzen Menschenmassen von Montana Black und so gar nicht wahrgenommen. Also entweder war er nie auf der Indie-Arena oder da war ich gerade scheißen. Eins von beiden muss gewesen sein. Ich habe nur gehört von Leuten, die es gesehen haben, da ist irgendwie er in der Mitte, da drum seine Securities anscheinend so einen Ring gebildet und darum nochmal 2 Ringe an Securities von der Gamescom. Und dann Menschen, die der Meinung sind, dass der Typ cool ist. Faszinierend. Aber gut. Ich denke, ich habe fertig mit der Animation. So. Player und Save. Gut. Hat gemacht. Mal gucken, ob er noch da ist. Ja, scheint noch zu funktionieren. Ist klar. Blau hat noch keine Fähigkeit, Gelb hat noch keine Fähigkeit. Haha. Die KI ist auch noch nicht ganz ausgebrannt. So. Ich weiß nicht mehr, wo Neuss liegt. Das ist der brandenburgische Dialekt oder der uckermärkische. Ja, da war auch ein Casino-Spieler, nenne ich ihn mal, und KuchenTV haben sich gezofft. Und dann hat KuchenTV aus Versehen seine Freundin weggeschubst. Das ist so traurig alle gewesen. Ja, das kann man eigentlich nicht so, also ist schrecklich. Aber ich bin auf Kuchens Seite. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, auch wenn er ein bisschen asozial ist manchmal. So, Dinge hochheben. Dinge hochheben macht man, indem man ein Ding hat, das man hochhebt. Das ist ganz wichtig. Ach, Neuss liegt bei Düsseldorf. Liegt doch alle da, ne? Irgendwie Aachen liegt da, Düsseldorf, Bonn, Köln, Neuss anscheinend, Essen. Liegt ja alle da. Wir haben hier nur Berlin. So, jetzt brauche ich noch ein Dingsbums. Ich habe noch gar keinen Dingsbums, fällt mir gerade auf. Und ohne Dingsbums passiert hier gar nichts. Was habe ich gesagt? Habe ich nicht Tanzverbot gesagt? Habe ich auch so den KuchenTV gesagt? Die habe ich früher mal verwechselt. Ach so, Roxas hat sich anscheinend verwechselt. Habe ich das? Wieder wurscht. Okay, ich muss jetzt suchen, dass Players Mockup Mini-Animation. Mini-Animation war es nicht. Wahrscheinlich, was ist beim Mockup drin? Warum hat denn GIMP keine Vorschaubilder? Items, oh, hier, zack. Items. Und da gibt es noch keine Vase. Bitte einmal rein in den Mist. Eine Vase muss gebastelt werden. Warum eine Vase? Weil bei Lufia steht da auch eine Vase. Das ist alles. Wie man KuchenTV und Tanzverbot verwechseln kann, ist eine gute Frage, ne? Weil ich mich früher mit niemandem von denen beschäftigt hat und beide durch grenzwertige Aussagen ab und zu mal in irgendwelchen News-Dingern waren. Deshalb glaube ich. So, jetzt bastel ich hier. Der Vase. Habe ich kaputt schon mal ganz schnell gemacht. Jetzt dauert es aber ganz lange. Weil ich mich hier jetzt an irgendwelche Regeln halten muss hier.
Die muss nämlich 16 mal 16 Pixel groß sein, damit man die vernünftig platzieren kann. Das ist natürlich jetzt nicht, es gibt kein Zwang, aber will ich so. Wir reden nicht über den Drachenlord. Das ist wie den Boogeyman zu zitieren. Sieht irgendwie nicht ganz so aus, wie das, was ich mir vorgestellt habe. Also, naja, schon ein bisschen. Aber da fehlt mir irgendwie Substanz. Ja, besser. Dieser hüpfende Busch hier unten immer. Die einzige Animation, die gerade hier läuft, macht immer aus. Nervt mich. Ich möchte hier mal ein Fortbildbild haben, das ein bisschen aussieht. Ne, so ein bisschen Dreck sollte darstellen. Aber das Parallel ist nie gut. So, kann man machen. Wenn man jetzt noch hier irgendwie Dreck reinkriegt, dass es aussieht wie was Vernünftiges. Aber das sieht eher aus, als wäre da immer was. Nee, reicht mir nicht. Jetzt noch so einen Crack reinmache, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Aber dann sieht schon wieder fast übertrieben aus, ne? Dann geht's mal. Nein. Den. So. Zack. So sieht gar nicht so übel aus. Vielleicht kann ich hier noch einen Crack erweitern. Jetzt bin ich zufrieden. Gut, das ging ja doch fixer als erwartet. Blub, blub, blub. Speichern. Ja. Ja. Mich verarschen. Export. Safe. So, oh, meine Schulter tut saumäßig weh. Ich habe mich mal. Also einer Brustpresse, heißt das Brustpresse oder Butterfly? Überschätzt. Dann hat es hier krack gemacht in der Schulter und seitdem ist die kaputt. Und wenn ich jetzt so hier gegen drücke, währenddessen ich die Hand so halte, tut es weh. Das heißt, dass es beim Bankdrücken weh tut. Wenn ich mich nicht ganz doll anstrenge, dass die Schulter dahin gehört, wo sie hingehört. Das ist scheiße. Wie viel Hard Newton News hast du verpasst? Weiß ich nicht. Kaum. Genau, das ist das nur beim Showcase, habe ich das halt hier und da mal ein bisschen gezeigt. Mehr war nicht. Gehe ich auch auf die G4L in Düsseldorf im Februar? Nee, ich weiß nicht, was das ist. Außerdem ist das irgendwie 4 Stunden entfernt mit dem ICE. Und das wären immer 120 Euro für einen so eine Nummer. Das ist mir zu viel. Das muss ich mal gucken. Was haben wir denn hier so? Enemies. Ich habe noch nicht so viele Dinge. Das ist ganz cool eigentlich. Beat Object. Okay, Beat Fight. Achso, das ist, ich habe ja mal ein anderes Kampfsystem ausprobiert, was auf Takt basierte. War aber vielleicht ein bisschen zu doll. Okay. Die sehen. Wir machen mal auch den Anime auf. Oder nee, wir machen mal. Oh, hier ist unser Busch, Chest Mini, Door, Ground Button. Oh, doch ein paar Sachen gemacht. Okay. Vielleicht habe ich mich was ich schon mal so ein bisschen benutzen kann dafür. So von Grund auf. Ich glaube, dass tatsächlich der Busch mir gute Hinweise gibt. Da ist ein Animated Sprite drin. Das ist. Okay, das ist aber wurscht. Das heißt, hier kommt einfach ein Sprite rein. Iii. Und das Sprite, das bekommt das Items PNG. Und eine Texture Region. Ich hasse diese Texture Region manchmal sehr. Grid Snap.
Grid Snap ist bei Godot immer auf 10x10 eingestellt. Und ich denke mir immer so, what the fuck? Was ist denn das für ein Standardwert? Kann das nicht wenigstens 8 sein oder 16 als Standardwert? Wert? Wer macht denn 10x10? So. Gut. Auch ein guter Tipp, wenn man nicht bewegt, würde es F drücken. Bam, in der Mitte. Aber man bucht doch immer im Voraus. Hinterher kann man ja gar nicht mehr buchen. So, jetzt muss ich gucken. Busch ist dann. Aha, so ist es hier geregelt. Okay, das heißt, der Offset geht raus und dann ist er da drin. Sehr gut. Was kann der Busch? Der Busch ist irgendeine Gruppe. Ein Walker. Ein Walker? Das ist interessant. Weil der Walker eine Position hat, wahrscheinlich, die dann ignoriert wird. Ist immer schön, weil ich meine eigenen Dinge lernen muss. Scenes und ich nenne das Carry Object. Ich muss ich das Carryable Object nennen, ist mir aber egal. So, das kann ich mir jetzt einfach schon mal in mein Level machen. Ich habe auch noch kein Level-Loading-System oder so drin. Ne? Warum auch? Ground Objects, nee, das gebe ich nur die Dinger. Genau, Y-Sort. Das ist das, was ich brauche. Der Y-Sort ist immer richtig schön voll am Ende. Carry Object. Und das haue ich jetzt einfach mal. Wo ist denn mein Typi-Bübi? Game. Irgendwo bin ich. Danke. Zack, 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 zack. Ich denke, ich kann da einfach durchlaufen. Genau alles andere hätte mich verwundert. Sehr gut. Das ist der Busch. Jetzt mache ich den mal. Ne, warte mal. Der Busch, weil er ja eine Walkable hat, hat er verschiedene Sachen. Genau, es ist Walker Interface. Das heißt, get next tile to walk on. Return dann nichts, weil er sich nicht bewegt. Das ist klar. Get stand tiles. Wenn er gecuttet ist, sagt er, dass er nichts ist. Na, das hat der Tom von damals gar nicht so doof gemacht, aber doch irgendwie schon. Finde ich gut. Dann mache ich aus dem Carry Object auch ein Walker, weil ich das interessant finde. Oder heißt es Walkable? Nee, Walker. So Interface-Dings hätte ich auch noch ganz gut gefunden in Godot, damit man nichts vergisst zu implementieren. Nee, das ist nicht Go, das ist GDScript, eine an TypeScript angelehnte Skriptsprache, die eigentlich nur in Godot genutzt wird. Ich habe mal versucht, in Go was zu machen, da habe ich mir überlegt, nee. Brauche ich nicht. Ist mir egal. So, ist ein Carry-Object? Was soll ich jetzt hier machen? Ach, so, ich habe den Sprite als Walker definiert. Natürlich Quatsch, das Objekt muss als Walker. Es ist ein Walker. Aber es ist auch ein Carry Bleh? Carryable? Carryble? Wie heißt denn richtig? Bitte einmal in den Chat schreiben, wie es richtig heißt. Ich weiß noch nicht, wie weit die Verzögerung des Streams ist. Sie ist nur immer viel zu hoch. Das weiß ich. Carryable. Ich suche bei Google gleichzeitig. Carryable. Carryble. Ist die Frage, ob sie das richtig, aber carryable heißt es dann. Ja, rareable. Ja, müsste dann carryable. Ja. Spreche garantiert falsch aus, aber wird so sein. Gut.
Ja, JavaScript. Ich musste mich auch dran gewöhnen, weil ich habe ja lange Zeit nur in Sprachen gelebt, die geschweifte Klammern nutzen. Und so. Und da musste man erstmal gucken, dass man mit der Tab-Struktur klarkommt. Und ich habe es gehasst die ersten 2 Jahre. Ich habe ja wirklich 2 Jahre gebraucht, bis ich Godot wirklich gut fand. Muss ich mir vorstellen, 2 Jahre. Bei Unity habe ich immer nach einer Woche gesagt, fick dich. Obwohl ich mit C-Sharp einigermaßen umgehen konnte. So, Carry Object, will ich jetzt mal hier. Scenes Carry Object, ja, passt schon. Du hast aber das. Genau, und jetzt gibt es hier einfach die Global ist Cut, ja, ist ja nie Cut, ne? Ist ja halt gut. So, okay. Jetzt dürfte ich nicht mehr gegengehen können. Zack, siehst du? So einfach wird das dann hier in das Spiel integriert. Jetzt muss ich das hinkriegen, dass ich das hochheben kann, ne? Da gucken wir mal in den Player rein. Guck, da bin ich. Player hat ein Animated Sprite, das heißt, da gibt es jetzt erstmal neue. Okay, mal Grab, ne? Das Geile ist, ich kann ja Player, mal hier. Weiß ich nicht, doch, nee, doch. Wo ist denn hier die Grab-Position? Hier kann ich, die kann ich nehmen. Ist das die Grab-Position? Und die dann zur Hochanimation machen, dass ich da wenigstens ein anderes Frame noch mit drin habe. Oh, nee, ein Portable ist, glaube ich, was anderes als ein Carryable, oder? Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen. Jetzt müssen wir damit leben, bis sich der nächste Entwickler mit diesem Legacy-Code rumschlagen muss und sich die ganze Zeit fragt, was? Wie konnte der irgendeinen Abschluss machen? So, Grab Pushdown. Das sind diese Dinger, ne? Okay. Kann ich den kopieren? Kann ich so machen? Manchmal frage ich mich bei Godot auch, was das los ist. Aber na gut. Dann kommt jetzt neue Animation und jetzt heißt es, oh, was heißt denn hochheben? Lift up? Lift up, ja, ne? Ja, Portal heißt Tragbar, das stimmt. Ja, ich nehme jetzt Lift up. Lift up, oh Gott. Lift up, up. Wie viel? Echt, ja? 5 FPS habe ich hier immer. Überall. Den Standard wird einfach drin gelassen. Blöd. Ah, 10 FPS. 25 FPS. Ja, wie ich will, ne? Immer so, wie ich will. Alles klar. Lift ab. Können wir aber erstmal so lassen. Wird nicht geloopt. Und du erhältst das. Ich möchte hier anmerken, dass wegen mir und meinem Gejammer gibt es jetzt hier diese Funktionalität. Dass man hier rein und raus zoomen kann. Ja, weil ich gesagt habe, ich hätte das so gerne. Hat das irgendeiner gemacht im Godot-Repository? Lift upable. Gut, wo sind wir denn? Ich wollte gucken, wo hier Schieben ist. Ist das Schieben? Bin mir nicht sicher. Das ist, glaube ich, hier die untere Reihe ist, glaube ich, das Schieben, oder? Ist ja wurscht, das muss ja nur so aussehen, als ob. Und zwar den nach oben. Und dann nehme ich jetzt den. Und den. Und dann kommt Lift up, down. Wenn das also richtig schön scheiße ist. Den genommen, ne? Kann ich ja hinterher immer noch ändern.
Lift up left. Left ist da, wo der Daumen right ist. Was ist denn bitte? Soll das überhaupt darstellen? Ach, das ist gehen. Kann ja keiner ahnen. Okay. Bitte und bitte. Lift up. Zack, okay. Dann tschüss, Navi Animation. Wir haben noch eine halbe Stunde vor uns. Außer ich habe keine Lust mehr. Ra, 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 ra. Gut. Das heißt, lieber Herr Player, next Tile Raycast. Das sind der Player ein Walkable und ein State Listener. Okay. Okay, okay. Das ist ja viel zu groß hier. So. Ja, wie viele Zeilen haben wir hier schon? Okay, 370. Ist ja fast noch vertretbar. Ah, so. Okay. Check Action Input. Just press Talk. Talk wäre auch dem Fall hochheben, ne? Talk Item Fire. Fire. L und R. Bei L und R, bei Lufia ist, wenn man die R-Taste gedrückt hält, kann man sich auf der Stelle drehen. Bei mir ist die R-Taste ja zum Wechsel des Elements. Das heißt, ich brauche eine andere Taste zum Feststellen. Dazu könnte man R2 benutzen. Gell? Bei Pokémon wird es so gemacht, dass wenn man kurz die Richtung tappt, dass er sich dann dreht und dass er sich erst dann bewegen würde, wenn man länger tappt. Deshalb gibt es bei Pokémon, also Rot-Blau, eine leichte Verzögerung beim Gehen, die einem aber irgendwie im Spiel nicht so richtig auffällt. Gut, das heißt, wir haben Talk und da guckt er die Neighbors an. Aber also get all obstacles, zeigt mir die mal alle. Ist ein bisschen. Ist nicht richtig, doch, ist alles gut. Ah, no to D, no to D. Hier ist nichts. Nee. Hier ist no to D, no to D. Wieso heißt das so scheiße? Wahrscheinlich, weil das. Als ich hier reingelegt habe, als ich hier reingelegt habe, noch so scheiße hieß. Ist das korrekt? Ja. Wer ist das Ding? Carry Object. Falsch geschrieben, passt. Ja, das ist das Carry Object und es ist ein Node2D. Das ist fein. Ich immer gefragt, warum sollte man es, also bei Pokémon, da verstehe ich es auch nicht. Bei Lufia war es essentiell, um bestimmte Rätsel zu lösen. Bei Lufia kannst du immer, glaube ich, dich nach links und rechts drehen, auch wenn du nichts trägst. Okay, die Objects sind da. Und jetzt ist, wenn die Objects da sind, ja. Also, wenn da welche sind, könnte man natürlich auch einfach for Object in machen. Dann nimmt er das erste, okay, er nimmt halt einfach das erste, was er findet, das ist jetzt nicht ganz dumm. Guckt, ob er die Method Action hat, dann macht er Action und macht ein Big Step Proceed. Wieso Big Step? Gibt es auch ein Small Step Proceed? Na gut. Ansonsten, wenn das If Object, warum Test ich of Object? Na, ist egal. Wird schon seinen Sinn haben. Stimmt, wenn man im Lufia sich nur dreht, dann bewegen sich die Gegner nämlich nicht. Genau.
Geiles Spiel. Ich hätte gerne eine gehackte Version. Also entweder ich kriege irgendwie einen deutschen Spielstand für einen Emulator, der im New Game Plus ist, weil dann kriegt man nämlich vierfach Geld und vierfach Erfahrungspunkte. Dann würde ich das als Let's Play auch mal machen. Oder es gibt irgendwie eine gehackte Version, bei der keine Kämpfe stattfinden. Sondern man geht dann, das wäre nicht schlecht, wenn man gegen den Gegner gegengeht, dass der Kampf so übersprungen wird, dass man einfach gewonnen hätte. Weil dann könnten wir schön durch die ganzen Dungeons gehen und die Rätseldesigns so ein bisschen angucken. Das, glaube ich, wäre sehr interessant. Also, wenn ihr da irgendwas wisst und dahinter habt, ob es sowas gibt, das wäre natürlich total fein. Object get is pushable, dann kommt der Push Grab. Okay, das heißt, wir werden das einfach erweitern. Guck mal jetzt. Hier habe ich geguckt, ist pushable. Und das andere mache ich jetzt auch, ist in Group. Ja. Können wir kurz Push, nee, Pillar, ja. Den Pillar mir angucke, der ist in der Group und zwar ist der Walker, weil er ja was okkupiert. Und hier habe ich dann das hinzugefügt, ist pushable. Ja, dann kommen wir machen es ein bisschen konsistent. Ein bisschen. Dann kommt jetzt beim Carry Object Carryable wieder raus, zack. Und dann gehen wir hier rein und machen das so. Alles legitim. Ist carry. Einmal den Player bitte. Dann, jetzt wird's witzig. Lift up. Kann ich den Push, den Grab mal haben? Den Grab check, ich hätte gerne den Push Grab. Mal gucken, was da passiert. Prince, lift up. Da kommt, jetzt kommt der Test, ob es immerhin da in die richtige Richtung geht. Ja, den würde er jetzt gern hochheben wollen. Ja, das Spiel hat zwei New Game Pluses. Tatsächlich. Einmal das normale New Game Plus und einmal, dass man nur die Ahnenhöhle spielt und sich aber seine Party selbst auswählen kann. Man kann bestimmt auch das Flag irgendwie setzen, aber da bin ich nicht schlau genug für. Ja, wenn ihr in, der muss, ich benutze, ja, weiß ich gar nicht, was ich benutze. Für den Emulator. Oder sind die Safe Games, sind die übergreifend alle funktionabel? Wichtig ist nur, dass es Deutsch ist. Weil der deutsche Lufia ist einfach hat eine andere Story als das Original. Das ist doof, ne? Chris. Ja, aber man hat ja nichts verpasst, wenn man das New Game Plus nicht gemacht hat. Weil dann spielst du das Spiel nochmal, nur eben, dass es schneller durch ist. Und dass man Gardez schneller besiegen kann, beim ersten Treffen kann man ja ihn auch besiegen, obwohl man eigentlich sterben soll. Dann kriegt man die Gardez-Fessel oder sowas, die so eine achtköpfige Peitsche. Oder sowas ähnliches. So, jetzt soll ein Tier geupliftet werden. Upliften bedeutet, das Objekt wird aus der Welt entfernt und in den Spieler gemacht. Also, zumindest visuell. Und dann kann ich es herumtragen. So, soweit die Idee. Und wenn ich dann wieder die Interaktionstaste drücke, dann kommt es drauf an. Ist vor mir ein freier Platz, dann wird wieder runtergeplopst und das Objekt in die Welt wieder übergeben. Ist dort kein freier Platz, passiert nichts. Ist dort etwas, was man ansprechen kann oder mit dem man interagieren kann, wird dann halt damit interagiert, würde ich so sagen. Wir reden von dem Lufia, was bei uns rauskam, also Lufia 2. So, das heißt, Lift Up hätte gern das Objekt. Ne, das ist auf jeden Fall, so ist das. Das hätte ich jetzt gern.
Und das ist ja S. Wo ist es denn? Ein Carry Object. Dann können wir nämlich so machen. Machen wir nämlich so. Wo ist der Player? Wir haben viel zu viele Skripte offen. Früher war es mal so, dass wenn man ein Objekt eine Funktion übergeben hat, als S, und das war es aber gar nicht, dass der Null übergeben wurde. So ein bisschen hacky, aber damit konnte man auch Sachen auf Null überprüfen, ob sie es sind oder nicht. Ganz, ganz kurios. Rise of Sinistris heißt es, genau. Ich habe auch mal das Remake tatsächlich gespielt auf dem DS. Nicht durchgespielt, aber gespielt. Und das war auch ganz cool, aber hat nichts mehr mit dem Lufia zu tun, wie es spieltechnisch damals war, weil jetzt ist es schon auch noch ein rätselartiges, aber ein Action-Kampf-System-Ding. Was ganz okay war, ist gut umgesetzt gewesen auf jeden Fall. Ich habe es aber leider nicht durchgespielt. So, wo sind wir denn jetzt? Lift up, ne? So, Carry Object. Gut, einmal bitte so. Wird auch übergeben wird. Mal gucken. Oh. Nein! Mein Gott, Knöpfe muss man treffen. Ja, gut. Wird noch übergeben. Alles schön. Dedisted-Objekt. Gibt es, habe ich schon eine Toolbox eingerichtet. Ja, es gibt hier eine Toolbox, die kann Direction to Vector, Direction from Vector, Get Opposite Direction, Create Array of Tile Positions, Get All Same Tiles, Remove Tiles from Array, Switch Parent. Das wollte ich doch haben. Dankeschön. Das ist so meine Convenience Function für. Mach mal den da raus, mach den mal da rein, das ist echt super, jetzt lass das mal so sein. So, okay, zack. Ja, gibt es nicht, wissig. OBJ, der New Parent bin ich. So, jetzt wird's interessant. Object ist in Carry. So. Gehen wir ins Carryable. Basteln da genau das rein. Jetzt. Alles richtig schreiben, dann hilft das auch beim Kompilieren. So, dann machen wir mal so. Carry ist gleich. Und wenn er nämlich fragt, getStandTiles, if is carry, oh, da fehlt ein Underscore. Muss ein bisschen richtig sein. If carry, dann return nix. Ich finde C++ und C-Sharp scheiße. Das ist also noch beschissener als GDScript. Deshalb bin ich bei GDScript geblieben. Weil C-Sharp, ich habe versucht, C-Sharp auch zu lernen. Das war auch alles okay. Aber es hat mich so sehr an Java erinnert, dass ich gedacht habe, nein, ich will es nicht sehen. Und weil man das auch in Unity immer vorgesetzt bekam, habe ich so eine Krätze gekriegt davon, die ich nicht sehen wollte. Und C++ ist mir einfach zu viel Memory Management, da habe ich keinen Bock drauf. So, deshalb habe ich GDScript benutzt. Weil da wird mir alles abgenommen. Ist 10-mal langsamer. Stimmt. Ist auf jeden Fall richtig. Reicht aber in der Regel trotzdem völlig aus. So, okay, jetzt gucken wir mal. Das heißt, jetzt passiert noch nichts. Außer dass vielleicht Bob. Ist weg. Ist einfach weg. Okay. Auch gut. Was ist denn passiert? Ich kann mir vorstellen, Switch Parent, die haben wir bei Dingeskirchen, bei Spindeln ein bisschen anders implementiert. Und zwar wird da noch darauf geachtet, dass die Position gleich bleibt. Ich muss sagen, tatsächlich ist C-Sharp 10-mal schneller, glaube ich, als GDScript. Und C++ natürlich noch schneller, aber umständlicher.
Did parent remove child? Da muss noch hier, pass auf. War old global position. Das ist so underscore kann weg vorne. Nein, nicht new parent, ist egal. Object global position ist gleich old global position. Feuerfrei. Jetzt ziehe ich den hinter mir her. So ein bisschen, ne? Auch witzig. Okay, gut, das hat gut geklappt tatsächlich. Ich weiß, dass das noch nicht auf meinem Kopf ist. Aber das ist schon nicht so schlecht. Das ist schon nicht so schlecht. Sehr schön. So, jetzt haben wir ist in Carry. Das ist richtig. Und jetzt kommt. Oh, Pfeifen im Stream ist nicht so geil, hab ich gehört. Haben wir im Player bereits ein Tween? Oh, wir haben ja Godot 3.5. Und das heißt, wir haben das neue Tween-System, welches ich noch nie benutzt habe. Create Tween. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ich werde mal kurz ein Tutorial gucken. Ich will genau das. Ich will genau das. Ich weiß, wie die Funktion heißt. Ich will genau das erklärt bekommen jetzt von dir, Internet. Scene Tree Tween. Heißt das. Okay. Die machen das immer über Get Tree Create Tween. Warum? Warum nicht direkt Create Tween? Binds to this node. Achso, weil er jetzt durch den. In den Node und nicht in den Scene Tree. Aha, ist aber wurscht, oder? Bind Node Self. Okay. Okay, das heißt Create Tween. Dann habe ich hier den Tween. Also ich kann ihn auch konkatenieren, ne? So. Tween. Nein, nicht auf den Tisch springen. Tree? Du machst doch nur Quatsch. Das ist einfach diesen Quatsch macht Katzen. Property und zwar von OBJ. Die Property heißt. Session. Ist okay. Die Final ist auf jeden Fall. Oh, das ist geil, weil man jetzt nicht mehr von wo nach wo machen muss, sondern einfach nur noch wohin. Was ich sehr gut finde. Was nicht immer sinnig ist, aber was im Großteil der Fälle sinnig ist. Vector 2. Lass uns mal ein bisschen anders machen. Klick mal hier bitte runter. Node. Get Carry Node. Jetzt hier. Okay. Ich muss den ein bisschen höher machen, glaube ich. So, weil ja der, ne, Offset und so. Dann gehe ich hier in den. Mach das jetzt mal so. Carry Node. Position. Was willst du jetzt? Duration, eine Sekunde. Und der Rest ist mir erstmal wurscht. Okay. Ist die Frage: Verstopft das irgendwann den Speicher? Muss ich diesen Tween dann wieder irgendwann freigeben? Oder nicht? Ich könnte mir das jetzt alles durchlesen oder ich lasse es und warte auf eure Antwort. Katze, nicht, das ist das Kabel, was eventuell den Monitor ausschaltet.
Okay. Kennt ihr dieses Meme von der Katze, die in den Laptop oben an der Ecke reinbeißt und dann geht einfach der Bildschirm vom Laptop kaputt? Da habe ich ganz oft Angst vor. Duncan, kommst du her? Könntest du bitte hinter dem Rechner hervorgehen, weil das mich rappelig macht? Ja? Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich verlangt habe. Ja, ich weiß. Ja, ganz toll. So, okay. Da ist er. Alles klar. Ja. Du bist eine Feine. Kann ich jetzt trotzdem noch ein bisschen. Hallo, guten Tag. Internet, das ist Duncan. Duncan, das ist das Internet. Also die anderen Tweens, die können auch viele Sachen gleichzeitig tweenen. Ja, okay. Bin jetzt also ein bisschen gefesselt hier von der Katze. Nach dem Stream lasse ich nämlich die andere Katze aus dem Badezimmer raus, dann kommt der Halskranz wieder ab und dann darf er wieder trinken ohne Halskrause und essen ohne Halskrause und gleichzeitig auslaufen. Da sitze ich dann die ganze Zeit daneben, weil er darf sich ja nicht putzen am Penis, weil er sonst den Katheter rausreißt. Dann muss ich genau gucken, wo er sich putzt. Danke. Tja, jetzt liegst du hier. Ja, du kannst einfach mehrere Properties gleichzeitig machen. Auch wenn die sich vielleicht bei Position gegenseitig stören. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. So, mal gucken, ob ich heute noch weitermachen kann. Er findet das gerade recht gut. Sind wir fertig? Kann ich noch ein bisschen versuchen, die Vase hochzuheben? Das wäre super. Ja. Ja. Na komm, komm. Dankeschön. Ah, meine Schulter. Was machst du jetzt? Nix, okay, alles gut. Wie sind wir denn? Ach ja, Tween, genau, ich wollte den Tween mal ausprobieren jetzt. Okay. Gucken, was passiert. Ich glaube, es ist richtig, was passiert ist. Längste Sekunde der Welt, was ist das denn? Das ist richtig, die Carry Note muss dann natürlich. Also, wir haben ja. Da, okay, und jetzt so. So. Sieht scheiße aus. Oh, ey! Nein, einfach nicht! Nein! Das ist ja Katers Katzenkorb. Der riecht nach Blut und Pisse. Ja, gut. Ja, gut, Dankeschön. Okay. Zack. So. Und damit haben wir jetzt erstmal eine Vase auf dem Kopf. Das ist natürlich viel zu langsam gewesen. Das heißt, 1,0,3 könnte ausreichen. Selbst das ist noch zu langsam. 0,15. Das sieht fast gut aus. 0,2. Ja, damit geht d'accord. Gut, das ist natürlich jetzt noch nicht fertig. Das ist ja alles noch super hart gecodet. Was ist denn, wenn ich jetzt von da komme? Akzeptiert. Könnte man jetzt sagen, ja, wir machen ein bisschen langsamer. Von hier? Ha! Ja, ist logisch, ist klar.
Ist Perspektive schwierig, muss man zugeben. Weil ich nicht viel größer bin als diese Vase, ne? Das heißt, es müsste eher ein nach unten nach oben gehen, weil ja die Vase zu sich zieht und dann nach oben. So. Aber links, rechts, oben, unten sieht, also das sieht alles so okay aus. Ah, ist natürlich schade. Das ist diese, auf diese eine Ding sieht scheiße aus. Und da ist auch noch das Problem, dass das Sperrend ein bisschen mir daneben hängt. Verstehst du? Aber grundsätzlich erstmal ist das okay. Wir müssen ja jetzt nicht sonst was machen. Wir müssen aber. Danke. Gut. Das hat fantastisch nicht funktioniert. Was passiert? Heißt das nicht Lift Up? Doch, ne? Lift Up, right, ja. Aber anscheinend wurde das sofort wieder überschrieben. Geh weg. Nein, geht nicht. Okay. So mal, geh weg. Gut. Es gibt bei Visual Studio Code die Möglichkeit, jetzt Command und D zu drücken. Wenn ich das hier mache, passiert nichts, um in die nächste Instanz der Markierung zu kommen. Und hier muss ich immer über diese Suchfunktion gehen, was ein bisschen scheiße ist. Ist Pushable funktioniert aber auch. Ich muss jetzt hier in einen anderen State gehen. Habe ich noch ein paar States übrig? Habe ich überhaupt States? Ach ja, die sind unter da. Walk, Push, White, Slash, Text, Shoot, Jump UI. Da hätte ich gern noch einen, den ich da nenne. Lifting. Up und carry. Kriegt er mich erstmal, wenn er das macht. Check Action Input, genau. Push Grab. Nämlich erstmal, wie macht er das? Da? Ich glaube, nicht, ob hier passt. Ach, ich mache das alles unter den, alles unter, alles global, okay. Das Lifting Up. Vielleicht macht er jetzt die Animation. Nö. Macht er einfach nicht. Debugger, sagst du mir was, warum nicht? Nö. Ist die Animation uncool oder was? Gehen wir mal den. Das sollte doch gehen. Current Direction. Das ist doch dann korrekt, oder? Das hat falsch gemacht. Also mir fehlt jetzt hier ein. Lift up und dann ist nichts. Ah ne, Push Grab. Bin ich blöd? Ich will nicht blöd sein. Ach, ich bin blöd. So, Attitude. So. Jetzt geht die Katze erstmal kacken. Muss ja ein Katzenklo jetzt rausnehmen, aus dem Badezimmer und den Flur stellen. Ja. Sehr gut. Soweit so okay, aber ich mache mal hier auf. Warte mal, sind zwei Frames, die innerhalb von 0,2 Sekunden durchgeexerziert werden müssen, wenn wir eine Framerate von 30 haben, wovon ich gerade ausgehe, ich weiß es nicht. Dann wären 15 richtig. Ansonsten mal gucken. So, ich programmiere seit über 10 Jahren professionell. Heißt für Geld, ne? Das ist die Übersetzung von professionell. Und freue mich immer noch über so eine Scheiße. Ja.
Inzwischen sind 43 Zuschauer, das ist ja abgefahren. Zack. Schön. Schön ist das. Schön. Ja, sieht nicht ganz so geil aus. Ist aber nicht so schlimm. Und von der Seite. Verkehrt rum. Ist klar, mach ich heil, mach ich heil. Das ist richtig? Das ist verkehrt. Da einmal da. Dankeschön. Das ist auch richtig. Das war auch richtig. Gut, ich kann mich jetzt nicht bewegen, ist aber intended. So, jetzt kann ich sagen. Oh, da muss ich mal. Ich mache jetzt mal ein Yield. Animation finished. G state ist gleich. G. Gary! Okay. Und dann haben wir hier oben. Droht. Droht, 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 droht. Gary. Continue heißt das, ne? I hope so. Nee. Wie heißt denn das? Heißt es. Doch, ne? Heißt das nicht Continue? Ach nee, weil er hier hä? Ach so, weil er nach Check for Fight das gleich nochmal macht. Nee, dann machen wir das extra. Er soll ja trotzdem for Fight checken. Ja, ich bin da noch dabei. Check for Fight. Ansonsten. Walk Input kann er machen. Action Input kann er machen. Grabben kann er dann nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Also ist doch ein grober Unterschied. So. So. Genau. Ist erstmal okay. Ist erstmal okay. Try walk. Jump walk. Und irgendwo wird halt mal dann beim Walken auch ein Sprite gesetzt, was den. Genau. Ist das nur da? Ne, ist an zwei Stellen. Was ist das hier? Was ist das? Make Movement. Das tut gut aus, ja. State gleich G. Gary. Dann machst du natürlich nicht ditte, sondern das habe ich noch nicht definiert, ne? Hab nur lift up, aber noch nicht carry down, carry up oder so gemacht, oder doch? Nee, habe ich noch nicht definiert, okay. Carry up. Da gehe ich mal kurz in die Walk. Die ist auf 10 Frames, okay. Dann machen wir die auch auf 10. Carry up. Carry down. Auf 10 Frames. Carry left. Nein. Immer schön aufpassen. 15 wartet, ne? 10, okay. Arsch. So. Und carry right. Na, wo ist er? Heißt dann einfach nur Carry. Sehr schön. Das ist falsch.
Ich schaffte. Da bist du. Aber State ist ja gar nicht Jump. Also. Warum macht er nicht Carry? Scheiß auf Breakpoints. Interessant. Dann ist da irgendetwas passiert. Die Reihenfolge, in der ausgewählt wird, ist nicht so wichtig, dachte ich auch, aber tatsächlich ist nur wichtig, in welcher Reihenfolge die Sprites im Sprite-Sheet erscheinen. Deshalb war vorhin was vertauscht, obwohl ich es richtig rum ausgewählt habe. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich hasse das, verwirrt zu sein. Das ist einer der schlechtesten Gefühle, die ich kenne. Was ist das hier? Da geht er auf State wieder idle. Ui, was natürlich falsch ist. Das macht er immer denn, ne? Make Movement. Oh nein, oh nein, oh nein. Muss ich jetzt ein Stack implementieren? Möchte ich das? Walk. Walk setzt den State of Walk. Okay, so wie es aussieht, machen wir das so. Nein, so nicht. Is carry, oh Gott, carrying wird so geschrieben, ne? Bitte, bitte, lass es da so schreiben. Geh mal wieder, wir brauchen viel mehr offene Tabs. So. Da muss hier irgendwo ein Fehler kommen. Hier kommt doch wohl irgendwo ein Fehler. Dann passiert das. Ist idle and is caring gleich false. Ich finde es nicht schön. Ich akzeptiere es einfach so. So, wo ist denn hier Make Move heißt es, glaube ich. Genau. Kein Geil mehr bewegen. Auch schön. Warum? Ach so, weil ich hier noch ta-ta-ta-ta, weil ich noch ein bisschen dumm bin. Bitte mit Match Case. So. Damit funktioniert das. Habe ich auf ewig hier eine Vase auf dem Kopf. Kann damit rumrennen, kann damit Leute vollquatschen. Das ist auch okay. Das soll ja so sein. Ich kann wahrscheinlich gerade schießen. Ja, genau. Das sollte dann wahrscheinlich nicht so sein. Ich darf das nicht aktivieren können. Kann ich aber. Warum eigentlich? Ach so. Warte mal. Nee, Sachen aktivieren wollte ich nicht. Ist okay. Und auch Action Input ist ja das Token, das Item, das Fire, das L&R. Okay, das geht alles nicht. Das finde ich okay. Wenn ich das kann, dann kann ich nicht feuern, ich kann mich nicht wechseln. Aber guck mal, das ist auch witzig. Der Stand geht noch nicht zurück. Katze macht Scheiße. Aber gut, damit haben wir die 2 Stunden rum. Wir haben viel geschafft.
Also finde ich zumindest viel mehr als erwartet. Das heißt, da machen wir dann, falls ich nächste Woche wieder dabei bin, machen wir nächste Woche da weiter. Also nachdem ich mich wieder akklimatisiert habe und wieder gecheckt habe, was ich eigentlich tue. Und dann wird ordentlich die Vase hoch und runter gestellt. Und dann ist das nächste Ziel, die Vase auf den Schalter zu stellen und daraufhin die Levelarchitektur zu verändern. So im Prinzip, ne? Gut, jetzt sage ich guten Abend und dann mache ich den Stream aus. Das heißt, erst wenn ihr Tschüss sagt, weiß ich, dass es bei euch angekommen ist. Du